Ah, was für ein schöner Abend. Oder ist es ein Morgen? Ich weiß es nicht. Nein, es sieht nach Abend aus. Die Sonne geht unter. Hier im Dyson Sphere Program. Und ich war fleißig. Ich habe mir gedacht, komm, sie wollen vielleicht nicht alles sehen, was du hier machst, sondern vielleicht nur so ein Teil. Jetzt müssen wir erstmal unsere Energie aufladen gehen. So. Sondern nur ein Teil. Und dieser Teil, den ich euch jetzt zeige, ja, das ist wieder so eine kleine Sprungmarke. Und deswegen habe ich mal wieder das Aufnahmeprogramm angeschmissen. Und zwar habe ich jetzt hier meine vier Labore, die habe ich jetzt nicht mehr nebeneinander, die habe ich jetzt gestapelt. Man kann Gebäude auch übereinander stapeln, wir haben hier also jeweils zwei, eins, zwei, ja. Das ist aber nicht alles, ich habe sonst auch noch einiges ausgebaut hier. Ich habe hier diese komische, sieht man jetzt bei Nacht nicht so ganz genau, diesen Versorgungsengpass behoben, dass jetzt wirklich hier diese Fabrik hier habe ich weggenommen, die diese Coils hier erstellt hat und habe stattdessen hier nur noch drei Fabriken drin, das heißt, jetzt verwenden die auch wirklich alles, was hier ankommt. Außerdem habe ich hier hinten eine ordentliche, da wart ja noch dabei, Eisenversorgung aufgebaut. Die habe ich noch fertig ausgebaut, ja, also die ist hier wirklich am Eisen abbauen ohne Ende und liefert hier Eisen nach, ihr seht, noch und nöcher. Und auch noch ein paar Magnetcoils liefert sie auch nach und trotzdem wird das Zeug hier alles nicht alle, ja. Also wir haben hier wirklich genug Eisen und Coils und außerdem habe ich hier dann auch noch eine Stahl Produktion, also aus Eisen-Ingots wird dann Stahl produziert, habe ich auch noch aufgebaut. Für diese Stahlbarren, für die ich zwar noch keine Verwendung habe, aber die hier schon fröhlich in den doppelt gestapelten Lagerhäusern eingelagert werden. Außerdem habe ich, oder es geht ja immer weiter, außerdem habe ich, ich glaube da hinten habe ich nichts mehr gemacht, oder? Doch, da hinten habe ich auch noch eine zweite Kupferproduktion angeschmissen, weil die hier ja irgendwann mal alle sein wird. Die liefert hier jetzt auch mehr Kupfer. Und speist das in den Hauptkreislauf mit ein. Da hinten, ja, hier ordentlich Kupferproduktion. Und gucken wir mal noch, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch. Hier, da produziere ich, obwohl ich es auch noch nicht verbinden kann, auf Halde Graphen. Ja, da habe ich auch schon zwei Lagercontainer voll. Das wird aber gleich leer werden, massiv leer werden, weil ich habe das schon in Verwendung. Hier produzieren wir diese komischen Dinger hier, für die ich auch noch keine Verwendung habe. Wie heißen die? Plasma Exeter und diese Dinger hier habe ich auch noch keine Verwendung. Egal, ja, es wird erstmal produziert. Außerdem habe ich hier in regelmäßigen Abständen diese Mech-Suit-Auflader aufgestellt. Ja, seht ihr, da unten die Aufladung richte ich jetzt nach oben. Da brauche ich nicht immer Holz einschmeißen oder sowas. Also ich bin ordentlich am Rödeln. Hat eine ewig lange Forschung dran. Ne? Was erforsche ich denn da? Ach, hier dieses neues Bauteil, also was Neues zu bauen. So, und mein aktuellstes neues Projekt, und das brauchen wir jetzt auch. Ich kann übrigens fliegen, ja. Das habe ich auch erforscht. Das ist Plong. Mein neuestes Bauprojekt ist das hier, eine Ölraffinerie, die auch gleich, nicht eine Raffinerie, einen Ölbohrvorderturm und drei Raffinerien, die aus dem Öl dann zwei Rohstoffe machen. Und zwar machen sie daraus hier. Oh, da müssen wir mal nachlegen. Da machen sie Refine, also raffiniertes Öl und Wasserstoff. Ganz klar, Wasserstoff. Da müssen wir mal, weil das Zeug relativ wertvoll ist und es sehr schade wäre, wenn wir das nicht einlagern. Da bauen wir mal ganz kurz hier nochmal zwei Storage Tanks, für die wir jetzt gerade gar keine Materialien haben. Super, ich muss nochmal kurz zurück. Hui, ich kann fliegen. So, jetzt holen wir uns mal ganz kurz hier noch ein paar. Keine Ahnung, wo wir uns das herholen. Da, ne? Ja, das sind Eisenklopse und dann holen wir uns nochmal zwei Lagercontainer hier, für die wir immer noch keinen Platz haben. Ach, da brauchen wir diese Steine für. So, jetzt müssen wir. Warte mal, wo waren denn jetzt Steine? Boah, hier waren Steine. Und das hier sind das die Steine. Ja, zack, 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 zack. Kommen wir mal mit hier. So. Dann bauen wir noch schnell zwei Lagercontainer. Damit wir hier nichts von dem Rohöl und dem Wasserstoff verplempern. Verplempern tun wir es ja nicht, aber die Produktion. Oh, ich gebe mir schon wieder die Energie. Die Produktion hält dann halt an. Und das wäre natürlich blöd. Geh weg da. Da drauf. So. Und da bitte auch mal. So. Hoppala.
Und jetzt haben wir dann auch, jetzt laufen die Dinger auch wieder an, ne? Seht ihr dann. Müssen wir ganz kurz gucken, hat er das ja jetzt eingelagert? Warum lagert er? Achso, der Wasserstoff. Ne, warum arbeitet die hier nicht? Lass mal kurz gucken. Weil die voll ist. Aber sie kann doch auslagern. Frage mich gerade, warum die nicht arbeiten. Weil er so schnell gar nicht einlagern kann. Kann das sein? Ach, ich sehe gerade. Ich habe das falsch eingebaut, ne? Ich sehe gerade, oder? Habe ich das falsch eingebaut? Ich weiß nicht, ob ich es falsch eingebaut habe, aber lagert der. Ja, doch, er lagert es ein, aber das geht ganz langsam. 7, 8. Warte mal, vielleicht kann ich ihm da so ein bisschen behilflich sein und kann sagen, hier, wir nehmen das mal raus, Dismantle Facility, dismantle wir mal dieses Ding und bauen mal hier so einen schnelleren Sorter ein. So, nee, halt. Warum geht das nicht? Du sollst da rein sorten. Ja, da war richtig. Zack. So, jetzt. Jetzt sortiert er schneller rein, glaube ich, ne? Ja, und jetzt können die auch mitarbeiten hier. Jetzt sortiert er schneller. Und wenn ich da noch schneller rein sortieren will in dieses Ding, warte mal, dann können wir zwei davon. Vielleicht bauen wir mal zwei schnelle Sorter. So. Komm, sortier. Zack, zack, zack. Raus mit dem Zeug hier. So, und jetzt kann der nämlich auch arbeiten. So. Sonst würden die zwei ja stillstehen, weil hier ein Stau entsteht. Und das wollen wir ja nicht. Wer keine Probleme mit dem Sortieren hat, sind hier diese. Ist der Wasserstoff. Der ist überhaupt kein Problem. Da können wir weiter pushen. So, jetzt ist hier auch der Stau beseitigt. Darum geht es halt in Dyson Sphere Program, dass man solche Staus zeitig erkennt und beseitigt. Ich mache nochmal einen letzten Check und dann zeige ich euch, was ich als nächstes mache. Als nächstes kommt nämlich hier die nächste Sorte Labore. Und zwar sind wir jetzt dabei, die roten Matrizen zu produzieren. Hier können wir mal gucken, hier ist auch alles, ja, hier wird überall gearbeitet, hier wird eingelagert, da wird eingelagert. Hier haben wir noch so ein bisschen, das ist Meckern auf hohem Niveau. Da müsste ich eigentlich mal hier müssen eigentlich ein paar mehr auf Lager sein, so. Aber das machen wir dann. So, ansonsten ist hier aber auch alles in Butter hier. Ja, hier ist alles in Ordnung, da ist alles in Ordnung. Die Dinger arbeiten wie bekloppt. Da wird auch gearbeitet wie bekloppt. Hier könnte ein bisschen mehr kommen. Da könnten wir einen schnellen Sorter hinmachen. Wollen wir das mal machen? Ein schneller Sorter. Na, wobei. Ist okay, lass es so. So viel brauchen wir von diesen Dingern nicht. Okay, ich habe einiges erforscht. Mein Mac hat jetzt mehr Energie und mehr sonst was und hast nicht gesehen. Was jetzt ansteht, ist die zweite Produktionslinie für die zweite Kategorie Labore. Und zwar zeige ich euch das kurz hier. Diese roten Dinger müssen wir jetzt herstellen. Die braucht man nämlich auch für alle Forschungen, die demnächst ablaufen. Ohne die kommen wir nicht weiter. Die baut man unten rechts, seht ihr das, aus Graphen und aus Wasserstoff. Kann ich jetzt nicht drauf zeigen, aber diese Klötzchen da und das kleine Atom da, das stilisierte Wasserstoff. So, Graphen haben wir genug, Wasserstoff haben wir genug. Hier ist der Wasserstoff und das Graphen ist da hinten irgendwo. Ja, da. Das heißt, wir führen die beiden zusammen und ich denke mal, wir stellen hier die beiden die Labore hin. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal bauen. Und zwar, was wir dafür brauchen, sind viele Dinge. So. Erstmal das hier, ganz viele. Ich hätte dafür so ein Übergangslager bauen sollen, damit ich diese Dinger nicht alle einzeln anklicken muss. Das ist ja furchtbar, das ist ja Wahnsinn. Ja, da hätte ich was einbauen müssen, aber habe ich jetzt halt nicht. So, was wir definitiv brauchen, ist 4 so eine Labore. Ja, dafür brauchen wir diese Glastöppe und dann auch noch hier, wo sind die gelagert? Da sind die gelagert. Hiervon brauchen wir auch noch einiges. Haben zwar 40, aber wir packen mal 200 hier rein. So.
Und wir brauchen dieses komische Glas. Keine Ahnung, wo das ist, was aus Stein gemacht wird. Hier dieses Zeug. Davon haben wir aber auch genug. Oder auch nicht. Echt? Produzieren wir das nicht auf Halde? Wo lager ich das hin? Da. Sehr erbärmlich. Das verarbeite ich sofort weiter. Das ist natürlich fies. Okay, dann hat das natürlich Vorrang. Ich nehme ja mal ganz kurz hier das Glas raus. So. Hoppala. Kann ich davon jetzt von den Laboren welche bauen? Ja, müsste gehen. Also, Labor. Wir brauchen 1, 2, 3. Das ist jetzt schon wieder altes Glas. So, hier war noch ein paar. Komm. Und noch eins. Eins noch, vier haben wir gesagt, baue ich. So, damit hätten wir die Labore. Die Labore sind aber nicht das Problem. Das Problem sind eher die Zubringerstationen dafür. Alles andere haben wir ja schon. So. Und dann haben wir zwei von, ich glaube, insgesamt fünf von diesen rudimentären Einheiten. So, reicht uns das erstmal? Bin mir nicht sicher. Wir gucken mal, ob uns das reicht. So, er ist auf jeden Fall dabei zu bauen, richtig. So, jetzt bauen wir eine riesige lange Straße. Nein, runter. Runter. Warte mal, wo ist denn unser Graphen? Wo habe ich denn das Graphen? Habe ich das eingelagert? Hier! Direkt vor deiner Nase, mein Freund. So, wir bauen das Graphen. Wenn man übrigens hier unten was anschließt, einen Sorter, dann nimmt er auch aus dem oberen Turm. Ja, also nicht verhungern. So, wir wollen. Wo haben wir gesagt, bauen wir es hin? Hier so, ja. Mal gucken. Ja, wir können ja sowieso nicht auf Dings bauen. Das heißt. Ich baue es mal hier lang. Ja, ich baue es mal hier lang. Das wird jetzt erstmal irrsinnig brauchen. Und dann kommen wir von da mit dem Wasserstoff an und dann bauen wir hier die. Ja, so machen wir das. Jetzt laufe ich erstmal hier hinterher und sehe zu, dass meine Drohnen in der Nähe sind, damit die Türme ausbauen können. Und ich sehe schon, jetzt muss ich erstmal wieder Energie tanken. So, komm mal her, das ist ein Energieturm. Komm! Na bitte. Ja, sie fliegen los, aber ich muss trotzdem mal hier warten. Jetzt müssen sie natürlich länger fliegen. Aber was forsche ich denn hier wie ein Bekloppter? Nur für diesen. Na komm, bau. Nicht aufgeladen? Nee, er zieht aber immer noch ordentlich Strom. Ach so! Nebenbei erwähnt, ich habe auch noch ein paar neue Kraftwerke. Ja, ja, hier seht ihr sie. Kohlekraftwerke, das ist Kohle. Und die Kohlekraftwerke, die sind da, die werden da natürlich ordentlich artig eingespeist. Nebenbei, das ist so. Runter. So, kommt. Seid ihr fertig mit Bauen? Ja. So, jetzt können wir schon mal sagen, nee, erstmal bauen wir hier die zwei Dinger hin. Warte mal, die hier. Und zwar, habe ich gesagt, immer schön als Türmchen, ne? So ein Türmchen. Zwei Türmchen. So, ja, ja, ich weiß, ihr habt noch keine. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Energie ranholen. Was wir auch brauchen, sind noch ein paar normale Sorter, mal ganz ehrlich. Wir brauchen diese schnellen hier, das sind schnellere Sorter, die brauchen wir ehrlich gesagt erstmal nicht. Langsam geht auch wieder die Energie zu Neige, wenn ich mir das mal angucke. Naja, wir sind so auf Anschlag, ne? Wir sind auf Anschlag. Manchmal grün, manchmal gelb. Da hinten muss übrigens noch was hin. Warte mal, eine Sache fällt mir noch ein. Solarzellen könnte ich jetzt auch bauen. Was braucht man hier so ein Turm noch? So. Dann
fangen wir mal an, das auszubauen. Also, na, wir müssen auch noch, wir müssen noch vieles machen. Kann man das hier zwischenstellen? Jawohl. So, die Dinger haben Energie, das ist ja schon mal gut. Jetzt die Sorter. So, der auch. So, dann hätten wir das schon mal. Dann könnten wir eigentlich schon mal das Graphen losschicken, oder? Komm, schicken wir schon mal das Graphen los. Komm, liebes kleines Graphen. Warum geht das nicht? Hä? Collide with Object. Aber... ist doch richtig. Warum collided das mit Object? Verstehe nicht, warum das nicht... Das ist doch eine... Ich bin ein bisschen verwirrt. Weil ich das falsche Objekt genommen habe. Das ist so schlau. So, das Graphen ist unterwegs. Landen erstmal nochmal auftanken, wobei das können wir auch da hinten machen. Achso, hier müssen wir noch einstellen, was er denn überhaupt bauen soll. Er soll diese roten Dinger bauen. Ich sagte rot. Ja, der baut auch rot. Der baut auch rot, logischerweise. So, der schnappt sich schon das ganze Zeug. Dann gehen wir mal hier rüber. Laden es nochmal kurz auf. Und jetzt geht's aus dem Wasserstoff, der hoffentlich hier schon ordentlich anfängt. Ja, der Wasserstoff kommt schon, das ist gut. Müssen wir nachher gucken, ob die Produktion von 3 Raffinerien reicht, um 4 Labore zu versorgen, aber das schauen wir dann. So, jetzt erstmal warten, bis ich aufgetankt bin. Komm, tank auf. Da ist der Wasserstoff. So, pass auf. Nee, warte mal, wir gehen da erstmal hier hin. Dann gehen wir hier rüber. Genau, so machen wir das. Und dann gehen wir hier lang. Zack. So, jetzt bauen die hier schön. Bau, 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 bau. Jetzt können wir hier schon mal die Dinger setzen. Und zwar, die gehen wir schon mal hier von da nach da. Und von da nach da. So. Mal, weil die Energie schon wieder alle wird. Ich habe echt massive Energie. Wenn das Forschen zieht echt zu viel Energie, das ist unglaublich. Hier können wir auch schon mal den Wasserstoff losschicken. So. Da fährt er schon los. Energie auftanken. Staut sich der Wasserstoff ein bisschen. Mein Gott. Und dann geht die Produktion von roten Bobbeln los. Warte mal, da fällt mir noch 7 Teils ein. Was wir auch noch brauchen, ist ein Lagercontainer, oder genau genommen am besten gleich 2, wo wir die roten Bobbels dann einlagern. So, gleich schlägt der Wasserstoff ein. Ja, und... Krapsch, krapsch, krapsch. Und geht's los, jawohl. Da fängt der erste an zu produzieren. Sobald der voll ist hier, der Slot, geht der zweite oben an. Energiematrix, genau. Da geht der zweite an, der dritte... der vierte. So, dann müssen wir jetzt schnell tunlichst, was heißt schnell? Wir müssen jetzt natürlich Lagercontainer bauen. So. Ein oben drauf. So. So, jetzt müssen wir gucken, kann man hier hinbauen? Ja. So, hätten wir. Und jetzt lagern wir, jetzt sagen wir eben natürlich, komm, das wird die Sachen bitte raus. So, da sind sie schon. Und jetzt muss ich noch mal ganz kurz einen letzten
Energiematrix. Ja, was passiert, wenn ich das hier voll habe? Nur mal so aus Interesse. So, und jetzt kommt der letzte Akt. Jetzt kommt natürlich noch... Rapsch. So, und der letzte Akt besteht jetzt darin, dass ich noch hier ein paar Sorter herstelle. So. Blau ist in der Mache, Rot ist in der Mache und Rot müssen wir noch... lande doch mal hier, Mensch. Rot müssen wir noch in den Container überhaupt einlagern. So. Zap, zap. Sehr gut. So machst du das fein. Ja, damit hätten wir auch Rot. Und das Coole ist, jetzt können wir... Ich nenne das jetzt einfach Blau und Rot, ja. Hat keiner Problem damit, oder? So, das Coole ist, jetzt können wir in der Forschung nämlich zum Beispiel solche Sachen forschen. Ne? Die Blau brauchen diese Blauen und die Roten. Sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Und später braucht es dann auch noch die Gelben und was weiß ich, keine Ahnung, ja. Wir können ja mal gucken, was der hier braucht. Ja, der braucht zum Beispiel Gelb. Aber auf jeden Fall haben wir alles davon. Haben wir das schon in die Kühe gesetzt? Ja, wir sollten vielleicht unseren Mac auch etwas mehr upgraden. Hier, da müssten wir zum Beispiel den hier upgraden. Das ist der Mac-Kern. 240 Megajoule mehr Energie, das muss auf jeden Fall sein. Aber schau mal hier. Mecha Move Speed ist vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig. Eine Line Inventory Capacity ist vielleicht ganz sinnvoll. Hier, mehr Inventar. Go. Was haben wir da noch? Das brauchen wir erstmal nicht. Dann zwei Construction Drones kommen. Zack, wir brauchen ja, unser Mech muss abgegradet werden. Mecha Move Speed, zack. So, damit hätten wir erstmal wieder tonnenweise Forschung mehr. So. Und jetzt sollten wir vielleicht noch ein bisschen für Energie sorgen. Ich gucke gerade mal, ob wir hier ein paar Solarzellen vielleicht aufstellen. Was brauchen die Dinger denn? Die brauchen... das hier, ne? Das haben wir halt noch nicht. Die werden hergestellt in einer Smelting... jetzt haben wir nämlich das Problem. Wir haben jetzt einen Rohstoff, den wir noch nicht haben. Und zwar ist dieser eine Rohstoff das hier, Siliziumerz. Und Siliziumerz gibt es auf diesem Planeten hier einfach nicht, ja? Der ist nicht vorhanden. Auf dem Planeten hier gibt es, wenn wir jetzt mal rauszoomen, warte mal, wie ging denn das hier auf den... So, auf dem Planeten hier gibt es kein Siliziumerz. Das steht hier irgendwo. Da haben wir Eisen, Kupfer, Silikon, 0. Titan, 0. Ja, das haben wir zum Beispiel nicht. Stein und Kohle haben wir genug. Eisen haben wir auch relativ wenig, vor allem Kohle haben wir hier. Das heißt, wir sollten uns... Ich glaube, hier kann man nicht drauf landen. Ne? Das ist ein Gasriese. Ice Giant. Unreachable Require Drive Engine 2. Okay. Der hat aber auch keine... Kann man darauf nur landen oder nicht? Okay, wir haben hier gar keine... Warte mal, wo kriegen wir denn vielleicht Silizium hier? Hier her vielleicht? Ja, da haben wir nämlich auch... Hier hätten wir zum Beispiel Silizium. Ja. Unreachable. Require Drive Engine 2. Also vor Drive Engine 2 kommen wir damit nirgendwo hin. Jetzt müssen wir mal gucken, wo Drive Engine 2 sich versteckt. Ich lasse mal ganz kurz produzieren, wo sich die in der Forschung versteckt. Wo ist denn hier der Energieauflader da? Gucken wir mal nach. Drive Engine 2. Nee, halt. Da bei den Upgrades vermutlich. Mechanical Energy Drive Engine 2. Das brauchen wir auf jeden Fall. So. Jetzt ist die Frage, ob man hier diese... Ob man diese Dinger hier... Drone Engine... Ne, es ist Drone Engine 2, kann das sein? Das war nicht die Drive Engine. Wo ist denn die Drive Engine 2? Das kann man gleich wieder killen. Oder habe ich mich da gerade geguckt? Da unten ist es. Das wär's. Die Drone Engine können wir gleich nochmal kicken. So. Wir brauchen die Drive Engine Level 2.
Unlocks Mecha Sale, genau, das brauchen wir. Für den Space. So, kann man das jetzt nach vorne schieben? To cancel this research. Das kann man auch mal canceln. Was ist das? Das lassen wir auch mal. Das brauchen wir, glaube ich. Was ist das hier? Inventory Capacity canceln wir mal. Jetzt bau das doch mal ein hier. So. Five of the Inventories, zack. Construction Drones, zack. Mecha Move Speed, zack. Also das hier brauchen wir als allererstes hier, damit wir ins All fliegen können. Leider müssen wir da trotzdem noch ein bisschen warten. Sag mal, gut, das hier produzieren wir. Okay, das brauchen wir, glaube ich, unbedingt. Den Mecha Core, dann müssen wir uns so lange hier noch auf dem Boden so ein bisschen verlustieren. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn jetzt alles in Produktion. Wir haben in Produktion das. Die Motoren werden hier übrigens auch irgendwo produziert auf Halde. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Da kommen wir halt nicht ran, weil das Silizium ist. Und das hier braucht auch diese Silizium-Shards. Das heißt, das können wir auch nicht produzieren. Das heißt, das hier, das ist Silizium. Da kommen wir nicht ran. Wir könnten natürlich... Was zum Henker ist das? Schwefelsäure. Machen wir jetzt erstmal nicht. Die produzieren wir noch nicht, aber brauchen wir erstmal nicht. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das macht Plastik aus. Ja, das könnte man natürlich. Plastik wäre auch noch eine Idee. Plastik haben wir auch noch nicht. Und da produzieren wir aus irgendwas anderes. Das ist ein neues Ding. Dieser Proliferator. Da bin ich, das ist neu. Also für mich. Das ist, das war damals, als ich das angefangen habe, das Spiel, gab es das nicht. Der arbeitet zusammen, das ist so ein Tank, der arbeitet zusammen mit diesem Gerät hier, mit dem Spraycoater. So wie ich das verstanden habe, kann man damit Waren besprühen und die werden dann besser, ja? Wenn man also, hier, das ist so ein Spraycoater, wenn man hier sich also hinguckt und weil die Maus drüber hält, steht er da. Number of Sprays, 12 Mal kann man damit sprayen. Und da produziert man halt 12,5 mehr Produkte. Produktionsspeed up 25%. Energieverbrauch plus 30%. Oh, okay. Also das wäre etwas, womit man die Produkte besprüht und dann wären die, keine Ahnung, flutschiger, ich weiß es nicht. Das wäre dann halt noch was, was man rausfindet. Sag mal, wo ist eigentlich meine Energie? Wird die mir nicht mehr angezeigt? Ach, wird sie. Das ist nur blau. Okay. Wie kriegen wir denn jetzt noch mehr Energie? Ich würde mal sagen, wir bauen ein paar Solarzellen. Achso, die Solarzellen ging nicht, weil wir dafür Silizium brauchen. Nicht Silikon. Okay, schade. Schade Schokolade. Das heißt, wir müssen weiterhin auf entweder Kohlekraftwerke oder diese Dinger zurückgreifen. Wobei diese Dinger wesentlich sinnvoller sind. Weil die Kohlekraftwerke verbrauchen mehr meine teure Kohle. Obwohl wir eigentlich noch Kohle haben. Naja. Hoppala. Wir sind mal erstmal, wir können das ja immer noch abreißen. Das ist ja alles nicht so wild. Pflanzen wir halt alles mit Windrädern voll, machen wir das wie in echt. So. Wo sind die denn? Können wir hier noch einen hinpacken irgendwo? Da. Nein. Da nirgendwo. Zack, ein dahin. Zack, ein dahin. Und zack, ein dahin. Alles mit Windrädern voll gekleistert. So, auf jeden Fall haben wir jetzt. Was ist jetzt? Small Factory. Reach a total power generation of 200 Megawatt. Yes! Was habe ich dafür gekriegt? Ich weiß nicht, wofür diese ganzen Achievements da sind. Aber ich habe sie auf jeden Fall. So. Bevor wir ins All fliegen, werden wir tunlichst zusehen, dass die Forschung hier stillsteht, weil Forschung verbraucht Energie. Und wenn mir im All die Energie ausgeht, habe ich den Verdacht, könnte das unangenehm werden. Ich werde jetzt mal hier so ein paar Sachen auslagern, die ich jetzt nicht mehr brauche. Wir können mal zum Beispiel eine Solarzelle noch aufstellen. So. Dann ist die weg. Solar Power. Yes. So, wird hier produziert? Warum wird hier nicht produziert? Was ist hier leer? Hier ist irgendwas leer.
Ich glaube, der hat den Wasserstoff leer geholzt. Kann das sein? Aber er produziert. Aber sehr wenig Wasserstoff. Wir brauchen mehr Raffinerien, sehe ich das richtig? Wo ist der Wasserstoff? Wo ist mein Wasserstoff? Null. Das ist null Wasserstoff. Und er kann nicht weiter produzieren, weil diese Dinger voll sind. Seht ihr das Problem? Also er kann nicht, die können nicht weiter produzieren, weil dieses scheiß Zeug hier nicht verbraucht wird. Okay. Was mache ich jetzt? Wir müssen das Zeug auslagern, so oder so. Oder wir müssen es verbrauchen. Verbrauchen ist eigentlich noch besser. Okay, wie viel haben wir denn schon? Darf ich mal kurz gucken? 200, 300, naja, das reicht. Reicht es? 100. Aber Arsch auf Hose. Ja, es reicht, um die zwei Sachen fertig zu schließen. Okay. Wir werden mal für dieses Öl eine. Wir werden dafür einen Verbrauch ansetzen müssen, weil das Öl hat natürlich irrsinnig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wofür wir das Öl brauchen. Das war für Plastik, ne? In der chemischen Raffinerie, da macht er aus Graphen und diesem Öl Plastik. Das brauchen wir zwar im Moment noch nicht, aber... Was ist das hier? Schwefelsäure. Nehmen wir mal an, aus Wasser und Öl irgendwie. Nee, pass auf, dann stellen wir Plastik her. Aus Graphen und Rohöl. Okay, aus Graphen und Rohöl. Ja, dann haben wir wieder was zu tun. Wir wollen ja eh ein bisschen... Wir müssen ja eh ein bisschen Zeit totschlagen, bis die Forschung durch ist. Voilà. So, das heißt, dieses Gedöns, davon brauchen wir immer noch einige. Warte mal, wie viel haben wir denn? Hatten wir nicht einige? Ja, wir haben noch 80. Okay, wir brauchen trotzdem noch mal. So, da haben wir auch genug. Was wir jetzt brauchen, Graphen und Rohöl. Graphen und Rohöl. Und wo wird das verwendet? In der chemischen, ich glaube, in der... Müssen wir mal ganz kurz gucken. Verwirrt. Ja, Graphen und Rohöl in einer chemischen Facility. Wo ist die chemische Facility? Das müsste die sein. Nein, dann ist es die. Nein, dann ist es auch nicht die. Dann ist es die hier. Chemical Plant. Nehmen wir mal an, da wird das gemacht, ne? So, da brauchen wir was? Steine und Glas brauchen wir noch. Stahl haben wir. Steine und Glas. Das sind Steine, oder? Ja. Und das müsste Glas sein. So. Was war das jetzt? Eine chemische... Chemical Plant. Eins, zwei. Zwei wird reichen, um das Zeug zu verarbeiten. Nehme ich mal stark. So, die Chemical Plant. Wir brauchen das Rohöl von da und das Graphen von da. Das Graphen kommt ja hier eh schon an Geschisse, ne? Das heißt, das könnten wir vielleicht dann da... Ja. Das erweitern wir und dann geht das. Ich mache jetzt was komplett Beklopptes. Das lassen wir mal hier lang gehen, so. Dann machen wir das mal hier hin, so. Dann lassen wir das Graphen einfach hier durchziehen. Zu viel verbraucht. Verbrauchen diese Dinger eh nicht. So. Und dann machen wir hier aus dem Ding und dem Rohöl. Wo ist das Rohöl? Ach da, pass auf, dann machen wir das anders. Ich habe einen Plan. Nein, war schon richtig. Mal ganz kurz gucken, was ich hier treibe. So. Was ist denn jetzt los? Meine Energie ist schon wieder alle. Da hängen auch die Drohnen dann fest, wenn die Energie alles... Komm schon, beweg dich.
Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Bis dann, denn euer Mr.